Austritt. Gucke, fein. Das ist noch ungeheuer, hey Penny. Ah, mein Schuh. Der ist nass. Oh, und ich hab's auf Video. Jetzt können wir gehen. Ich will gegen die Löffel machen. Fein hast du es gemacht. Ist komplett nass. Ah, scheiße. Das ist fest da vorne. Oh, sehr schön. Das ist halt so, wenn man mit dem Hund an die Elster geht und nur eine kurze Leine dabei hat. Das war auch ziemlich spontan gewesen, dass wir jetzt hier zur Elster gehen, weil eigentlich wollten wir gar nicht so weit laufen. Ja, Mahlzeit, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Und ich hoffe, ihr habt jetzt schon den schönen Fail am Anfang gesehen. Das war jetzt quasi gerade an der Elster gewesen. Jetzt sind wir auf dem Heimweg in so einem Naturschutzgebiet. Wie ihr schon seht, das ist so ein bisschen wie Moorlandschaft. Es ist mega, mega gutes Wetter. Also wir kommen jetzt hier gleich am Moor quasi vorbei. Pff, hier ist Haufen Insekten. Und auch hier kann ich doch stehen bleiben. Das ist so schön zum Filmen. Schaut mal. Ich weiß gar nicht, ob man das so krass sieht. Auf jeden Fall ist es halt schön, wirklich so moormäßig. Ja, heute ist Mittwoch, der 20. April. Ich will ja versuchen, so eine Daily Vlog zu machen. Also quasi wirklich jeden Tag so Vlogs. Allerdings bin ich noch nicht der Profi da drin. Von daher weiß ich manchmal gar nicht, was ich so groß erzählen soll. Ich war auf jeden Fall heute früh circa 1,5 Stunden mit meiner Mutti und Penny spazieren. Es war mega kalt und wie man sieht, da kann sich das Wetter so schnell ändern. Blauer Himmel, circa 12 Grad, leichter Wind. Ich hoffe auch, dass die Kameraqualität einigermaßen gut ist. Ich bin mit der Kamera noch nicht wirklich vertraut. Und von daher hoffe ich auch mal, dass man den leichten Wind und das ganze Geraschle... Hey, lass es doch riechen. Achso, du willst nicht reinfallen. Wir haben das ja gerade schon hinter uns, ne? Ich hoffe, dass man den Wind und das Geraschel nicht so krass hört. Von daher kann man halt schlechtes einschätzen, wie das halt bisher so ist von der Qualität her. Und ja, ich habe heute im Laufe des Tages mein Zelterschild schon soweit fertig gemacht. Einige werden es vielleicht schon gesehen haben auf Facebook. Ich habe ja schon ein paar Fotos gemacht. Ich habe das heute grundiert und die ersten paar Farbstriche quasi gemacht. Ich werde euch auch mal hier nochmal ein Foto einfügen von dem Zelterschild. Ist auf jeden Fall eines der besten, ich sage jetzt mal, Cosplay-Waffen, die ich bisher erstellt habe. Ich muss mich ja echt selber loben. Ich muss aber auch dazu sagen, dass das Material, was ich habe, das Proform, was ich erst seit neuestem quasi gefunden habe, wirklich ein mega geiles Material ist. Es ist halt vor allem mega groß. Ich muss euch mal in die andere Hand nehmen. Es ist halt mega groß, also mega lang. Die Platten sind 2 Meter mal 1,50. Also man kann halt schon wirklich große Sachen damit machen. Muss halt nicht irgendwie groß, oh, groß, groß, groß. Wir müssen mal einen Großcounter hier einfügen. Auf jeden Fall muss man halt nicht immer wieder irgendwelche Platten zusammenkleben, um halt was Größeres zu machen. Das ist schon vom Vorteil. Und übrigens hier auch nochmal, das ist einer so der wenigen Sehnen. Hahaha, Witz, lass nach. Ne, das ist so ein kleiner Angelteich, das gehört zu den Lachen mit beim Zwenkauer Gebiet. Ich sage mal wirklich immer eine sehr, sehr schöne Spaziergehecke, weil gibt es halt ungefähr, lasst mich lügen, 4, 5 Teiche. Und Penny wollte jetzt gerade wieder hier runter gehen, weil es geht halt wirklich mega steil hier runter. Also bestimmt circa 2 Meter und der Hundi wollte gerade reinspringen. Das wäre eine Sauerei geworden. Und da wäre aber Thomas seinen Fuß nicht nur nass, sondern auch Thomas im Ganzen. Das wird auf jeden Fall lustig aussehen, wenn man das auch noch mit aufgenommen hätte. Ja, es sind nur ca. 5 Tage bis zum Urlaub. Ich freue mich mega doll und vor allem hoffe ich auch mal, dass dann halt die Vlogs ein bisschen abwechslungsreicher sind. Da wir dann ja wirklich ja, an verschiedenen Orten filmen können und jetzt nicht nur so beim Spazierengehen über sowas am Tag geschieht. Ich werde übrigens heute Abend, also für die Leute, die es halt jetzt direkt schon sehen, heute Abend ab ca. 19 Uhr streamen. Und was gespielt wird, weiß ich noch nicht. Es wird auf jeden Fall was gespielt, denn ich will halt die Cosplays erst wieder nach dem Urlaub fertig machen oder weitermachen, sagen wir es mal so rum. Die Rengar-Waffe und dann vielleicht noch das ein oder andere, mal schauen. Boah, so sonnig und es wird auch so warm durch die Sonne. Wahnsinn. Naja, Gudi, auf jeden Fall sehen wir uns heute Abend. Für die Leute, die später reinschauen, bis zum nächsten Stream. Ja, was soll ich groß noch erzählen? Keine Ahnung. Ihr müsst mal in die Kommentare mal reinschreiben, was man so erzählen kann in so einem Vlog. Außer so, was man am Tag gemacht hat. Penny, komm mal hier, guck mal. Penny. Guck mal.
Das ist so typisch Penny, ohne Spaß, auch zu Hause so. Sobald wir die Kamera nehmen, keine Chance. Naja, okay, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Bis morgen, haut rein, tschüss.